Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, einmal das Pferd heraufbeschwören und anscheinend das Waffenrad. Pferdchen, wo bist du denn? Was macht das denn da hinten? Hoffentlich kommt jetzt kein Zug. Ja, ist es ja. So, wir haben heute einiges zu tun. Das habe ich mir gerade angeschaut. Ich würde sagen, wir gehen als erstes zu Leopold. Wir hätten theoretisch auch Post. Jetzt bin ich aber schon hier unten. Das ist bestimmt nur die Antwort auf den Dinosaurierknochen. Den Dinosaurierknochenfund, den wir vor einiger Zeit abgeschickt haben. Und jetzt will ich erstmal sagen, was Strauß von mir will, nachdem ich die Schulden letztes Mal erlassen habe. Oh, ein Bär. Einfach schnell dran vorbei, Pferdchen. Er hat keinen Hunger auf uns. War ich so auf meinen inneren Rückspiegel? Ja. Eine Bärenfalle? Ja, ja, ich helfe dir auf jeden Fall. Das ist schmerzhaft. Komm schon. Oh, wir haben aber ganz viel Ehre jetzt. Schön Wunder abbinden. Ich hätte auch Medizin, damit sie es nicht entzündet. Du solltest auch nicht in Bärenfallen laufen. You can take whatever you want from my pack for saving me. Oh. Here. This will help with the pain at least. Ja, und das infiziert auch. Schön übers Bein leeren. Yes. Yes. Oh. Wir können irgendwas jetzt haben. They have a field day over this back in town. Okay, der hat nicht viel, was mich interessiert. So, ab jetzt kommt er allein klar irgendwie. Hätte ihm zwar auch noch aufs Pferd geholfen. Anscheinend braucht er die Hilfe nicht. So. Dann auf zu Leopold, dem alten gerissenen Schweinehund. Und dann würde ich danach sagen, gehen wir nach Saint-Denis und dann sehen wir Combe und Driscoll hängen, haben dann noch zwei andere weiße Missionen und können da noch auf dem Marktplatz Leute grüßen, dass die Ehre ganz hoch geht. Wir sind noch nicht ganz am Ziel. Wirkt zumindest nicht so. Oh, das sieht auch interessant aus. Arthur will das hier notieren. Die interessante Baumformation. Irgendwie lahmt mein Pferd auf. Was denn los, Pferd? Wieso gehst du so unrund? Oh, den Wasserfall habe ich ja noch nie so gesehen von hier. Ist ja fantastisch. Einfach fantastisch, das Spiel. Nicht links einfach durchreiten. Ich mag Luftlinie. Abendessen, Jungs? Das klingt nicht gut, oder? Oh, hier sind ja meine Waffen. Wer will Abendessen? Nicht im Camp, oder? Ich dachte, wir werden von den Kannibalen überfallen. Oh, sure. Really? No. I'm scared, Miss Grimshaw. Feels like. Ja. It feels like now. Oh, I ain't never normally scared, but feels like now it's only a matter of time. Oh, ja. Arthur, I'm nervous. Ich dachte, du wärst Tilly. I'll do my best for you. You know that. Sollte mal Touch gleich erschießen. You sure? Da ist hier der alte Gauner.
nicht weglaufen. Oh, look who it is. Oh, Karen. Hello, Karen. Look who it is. Oh, Arthur. Big, tough Arthur. Ja, das bin ich. Do you want to know something, Arthur? Noch nicht. I don't know. I don't know. I had something to say. I did. Take it easy, Karen. On the hooch. Why? Because a good sober life will bring me peace and contentment? What a crock of shit this world is. Da hast du recht. Solltest trotzdem nicht saufen. Well, try to keep your head straight. Whatever you say. So, wo ist Strauß eigentlich hin? Oh, ist das Maika, den würde ich gerne schießen. Hä, wieso ist Strauß jetzt nicht mehr verfügbar? Strauß? Wer bist du? Abigail. Well, at least he's back. Thank you for getting him out, Arthur. Gern geschehen. Lord, someone had to. Okay, guess I'll see you later then. Uh-huh. Interessant. Come here, Jack. Oh, lass Jack in Ruhe. The dog ain't coming back. Now get lost! Na du Arsch. What the hell did you do to the dog? Must have run away, dumb mutt. You bastard. Na? Den Hund auch noch gekillt. Na gut, hab keine Ahnung, was hier mit Leopold ist, wo der sich rumtreibt. No problem. No, you've got a problem. Look at how you're acting. Ist gut bei euch? I have a problem. You have a problem? I don't know yet. Was ist los bei euch? Friend. Use your brain. I'll use my brain. And you use yours. Oh, you want to die? Not particularly. Yeah. You're making a dumb choice, man. I made no choice. Mr. Morgan, you don't look very well. I feel me on this I'm not, Reverend. I fear I'm pretty sick. I'm so sorry. You seem well, on the other hand. Yes, I've stopped all that silly business. I think I'm okay. Na, wenigstens einer. How? I don't know. I met a Catholic lady, a nun, and we prayed, and it was lifted. The curse was lifted. Good. I can't believe it. Really, I can't. All those years I wasted. Ja, gibt ja noch mehr Zeit. Seems he's picked a side. Other sides now? Seems that way. Okay. Guess I'll leave you to it then. Mhm. Oh je, Stimmung ist ja furchtbar. Man wird's denen ja nichts ausmachen, wenn ihnen ein gutes Pferd steht. Obwohl, meins ist gut genug. Strauß gerade auf dem Klo. Und mit Ankel haben wir auch ewig nicht interagiert. Dann setzen wir das nochmal fort. Arthur, really? Just calm down. Entschuldigung. Du bist doch besoffen. Na gut. Da ist er. Yep. Yes. Hello, Mr. Morgan. Strauß. You're a bag of nerves, Strauss. I just want things back the way they were. Verständlich, verständlich. Schon mal versucht. Doch nicht ins Camp. Genau deswegen sollst du hier nicht rein. So. Okay, können wir die Mission gerade nicht machen. Dann haben wir hier ein Magnifico. Hier die Albert Mason würde ich ganz gern machen, aber ich würde trotzdem sagen, wir gehen zuerst nach Saint-Denis.
Da macht man eine Schnellreise hin. Keine Ahnung, warum ich aufs Pferd gestiegen bin. So. Das ist richtig. Ich mag Onkel jetzt. Hey, Onkel. Ain't in the mood. Just be careful with him. He don't scare me. Yeah, but he'll stab you in the back. Das auf jeden Fall. Wo ist denn meine Schnellreisemap? Die habe ich doch extra fürs Camp gekauft. Ah, da hängt sie. Einmal Saint-Denis. Kommt sofort. Ja, willkommen in der guten Stadt. So, dann haben wir hier einmal Wege des Künstlers. Ja. Professor, die können wir auf jeden Fall abhaken. Mit dem elektrischen Stuhl mal sehen, ob das überhaupt gut geht. Hey. Easy, girl. Ja, ja, dir auch Bonjour. Obwohl es eher ein Bonsoir, ein Bonsoir ist. Ah, das war das Restliche meiner französischen Kenntnis. 5 Jahre in der Schule gehabt. Ich kann gar nichts mehr. Ein neues Fragezeichen ploppt auch auf. Interessant. Und ganz schön was los heute Abend. Adio. Hey, Partner. So. Can anybody show me some kindness? What's wrong with you? Please, you. Ja, ja. Please, coin, please. Ja. Please. Ja, ist ja gut. Lend a coin to a fella in need? Nur 25 Cent willst du. Die sind alle so nett in der Stadt. I want you to have this. Thanks, friend. Dann war doch viel mehr wert. Give something instead of just begging. Das ist richtig. Also die Bettler in der Stadt sind alle. Ja, das glaube ich. Bettler in der Stadt sind schon faszinierend. Ich glaube, das war der dritte oder vierte, der mir mehr gegeben hat, als das gekostet hat, ihm die Münze zu geben. Gut, man kann von Schlangenöl jetzt halten, was man will. Die Geste war aber nett. Und die Leute hier würden bestimmt mehr dafür bezahlen. So, dann schauen wir uns mal an, wie jemand elektrifiziert wird. Wird bestimmt schief gehen. Entschuldigung, Entschuldigung. Look out, miss. Now, welcome one. For Christ's sake. Welcome all to this excellent demonstration of my most marvelous machine, the Humane Electric Ending Facilitator. A chair so powerful, it takes the sinner back to God. Oh, come around, come around, come around. Bring the children to the front. They're about to watch history. Oh, ist das makaber. Is this poor unfortunate Mr. Wilson J. McDaniels guilty of murder, bigamy, an immoral animal husbandry, atones for his sins and future sinners through the warm, peaceful embrace of electricity. Not the savagery of a hanging or the brutality of a firing squad. No, 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 no. This is execution the way God intended it. Da bin ich nicht so überzeugt. Sollen wir zu ihm gehen? Ah, jetzt klappt's. Breathe deep and repent, for you will be moved to a better realm.
kann sich die Angst sehr, sehr gut vorstellen, die er hat. Funktioniert's? Der dampft. So humane. Oh je, oh je. Also gefühlt kochst du ihn lebendig. Ich hätte das erstmal in Ruhe ausprobiert, ob das überhaupt passt, bevor ich den Leuten... Oh, er hat recht, das funktioniert ganz gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Let's get up. You don't seem overly humane to me. I think it's mighty fine. Denkst du das? Wurde er jetzt erschossen? Tot aus. Boah. Lebst du noch? Nö. Interessant, interessant. Ich dachte, ich schieße jetzt mal nicht drauf. Sonst beschweren sich wieder... Oh. Nicht fliehen. Nicht fliehen. Hab die falsche Taste gedrückt. Ich wollte nämlich nicht mein Pferd auswählen, sondern die ganzen Leute hier grüßen. Hey, Mister. Es gibt hier Bonuspunkte. Alles gut? Hey there. So, was haben wir noch? Hier haben wir noch eine fremde Person. Die wollen wir auch noch besuchen. Denke ich mal, dass wir die besuchen wollen. Jetzt habe ich die falsche Abzweigung genommen. So, schön, dass die Ersatzstraßenbahn inzwischen wieder gefunden haben. Nach unserer kleinen Eskapade mit einer. Oh, die Nonne. Ja. Hi. Hello, sister. Brother Dorkins and I were talking about you just the other day and hoping we would see you again. How is Brother Dorkins? Oh, he's quite well. Das ist schön. Frustrated with the workings of our order. He keeps trying to be sent overseas, you know, do something with more challenge, maybe be a missionary. He's a lovely man. Sure. And how are you? Never better. Are you sure? I'm quite sure, sister. You know, a long time ago, I was like you. I very much doubt that. Oh, no, I did terrible things, awful things. And I could not stop doing terrible things because I did not believe that goodness existed. And then one day, okay. I saw that love existed. Was hast du denn gemacht? Auch Leute umgebracht? And ever since then, doing bad things became, well, not impossible, but ridiculous. I guess I'm just hoping for a dignified exit. I shall pray for you. Oh, I'm not a religious man, sister. I'm an outlaw. Oh, what fun. Religion is just a word. Hearts are rarely pure, but equally they are rarely impure either. Well, that's an interesting way of putting it. To me, God is people and people are God. So we must all do what we can. These people are starving. Go find them some food. Don't worry so much about your heart. The actions will lead, and the heart follows. I'll still think of you in very nasty terms, as you wish. Ich kann Gage binden. Every little helps. You know what, sister? I've got some money on me right now. You can... buy some food with this. Oh, you're so wonderful, Mr. Morgan. Ja, no, that ain't true. I meant wonderful, but so very frightening. Exactly. Dankeschön. Ich bin furchteinflößend. Hey, friend.
Okay. Consider your good deed done for the day. I won't subject you to any more benevolence. Oh Lord. Na ja. $10, so viel haben wir glaube noch nie gespendet. My brother Julio has gone missing. Nobody seen him for over a week. I must focus on the thing. Hello, mister. Bueno. How do you do? Ja, alles gut, alles gut, würde ich sagen. So, dann gehen wir direkt zu Sadie. Ich spreche den Namen richtig aus, wahrscheinlich nicht. Man kann sie ja nicht Sadie nennen. Hey, you're okay, girl. Ah, schon wieder der Saloon, den ich von Ratten befreit habe. Ah, wollen wir mal. Sure. Hello, sir. Hello. Don't you worry about me. There da sind sie ja alle. Here I am. Come on, let's go. Let's go where? And why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. So? Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this? Das ist ein guter Plan. Ah, da kann ich das auf jeden Fall verstehen. Manche Dinge will man mit ansehen. Okay. Come on. Ah, als Polizist verkleidet. Das hätte man viel früher tun sollen. We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint-Denis suits you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up. Nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. And that is why we will shepherd him to eternity. Und schießen wahrscheinlich die Anhänger, die ihn befreien wollen, hier ab. Keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Da bin ich mal gespannt, wo die Mission hingeht. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. We all got a job to do, and we're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. Das will also nur Ja-Sager, we'll get it done, all right. Die immer right mit then. Ihm zustimmen. Come on. We got a hanging to witness. Hey, da war ich ja gerade. Und da war noch ein elektrischer Stuhl da. Look here. Waren aber schnell im Aufräumen der beiden Leichen. Hey, we're gonna wait. All right, good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Colm's boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them and find out. Yeah. Oh. Here comes somebody. Stay here. Don't do nothing. Haben bestimmt einen Scharfschützen positioniert. Go brush that horse, officer. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey. Hey. You know I wasn't going to let it come to that. Nah. I guess I don't know what I know no more.
And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. He's cutting in there. Im Moment wirkt das ja noch ganz in Ordnung. Jetzt für einen Moment. What's it look like? Bunch of cops. Well, how many? Enough. So what do you think? Call's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah, I guess we face worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. Besser nicht. So, they got a guy up on the roof, overlooking the gallows. Find a way up there, on one of these verandas, through a building maybe, and get him. And do it silently. Well, obviously I'm gonna do it silently. I wanna see this bastard swing. Jo. Bin doch kein Stümper. Nur ein halber Stümper. Also über die Leiter kommen wir hoch. Ja, weiß ich. Habe ich, glaube ich, schon mal verwendet, um zu dem Künstler in seine Galerie zu kommen. Find a way up to the roof and stop him. I'll go back to Mrs. Adler. Oh, komm schon. Irgendwie sind die Türen komisch. Aber wir haben es geschafft. So, Wurfmesser oder Wurftomahawk. Ihr könnt auch mal hier Kriegsbeilen. Bei der Mission geht mal nicht so viel schief. Hier oben hockt er. Ah, das wäre ein guter Spot. Das ist ein guter Spot. Leise Arthur. Sehe ich halt niemanden. Your boss is gonna swing, I promise. Au. Arthur, hau zu. Well, Colm. There goes your escape plan. That separates us from Barbary. Nicht schon wieder durch ein Gewehr schauen. Justice itself can at times be barbaric. For sometimes kann ich nicht einfach drauf schießen? Entschuldigung. Ich hab's probiert. Jetzt wäre er ja tot. Von Sadie und Dutch, wie kann die denn dadurch auffliegen? Ja gut, wahrscheinlich schon. Schön, dass es nicht gesch... Okay. Fuck, grad irritiert. So habe ich jetzt kein Messer. Jetzt zieht das Messer, toll. Jo. Mein Hut verloren. Hab meinen Hut verloren. The only way to deal with him justly is by savagery. Colm O'Driscoll is one such man. Ist das Colm? Der ist doch viel zu jung. Has murdered, tortured, robbed, stolen. Sah der nicht anders aus? For a decade across five states. Anscheinend nicht. With impunity. Today, justice catches up with him. Who
Doch, das ist er. I've been a bad man. Silence! These charges. This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Colmo Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization is to prosper. Gentlemen, are we ready? Colmo Driscoll, may God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Es ist eine starke Szene. Whenever you are ready. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Sadie! Die! Die! Okay, let's die! Go. Sadie! Arthur! If you can hear me, shoot some of these old Driscolls! Dutch kriegt ordentlich was ab. Push up, boy! I just left the kid with Cooper! Seid ihr denn? Nur sicher gehen, dass er tot ist. Ich kann leider nicht abvisieren. Ja, ja, ich seh's. Ich hab sie doch. Just get out of here. Go. Jo, gern geschehen. Hey, ich hab die mir extra noch in den Kopf geschossen. Jo, jetzt geht's endlich weiter. Das hat ewig geladen. How you get on, Arthur? Well, we saw the bastard hang okay, but the whole thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end, Colmo Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that Mary. Mary? She ain't worth it, Arthur. Who is? Den Ehering zurückgeschickt? My dear Arthur, you never showed up. And now, after looking at the newspapers, I understand why. I don't imagine you'll receive this letter, but I nonetheless must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you. But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense. But when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I'm so sorry. For everything. For everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur. But he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. You've broken my heart again. And I fear I have broken yours. And for that, I will never forgive myself, but you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago, when we were both young. Not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you will find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free.
Goodbye, Mary. Boah, was für ein deprimierender Brief. Oh. So ein Jammer. Na gut, was machen wir denn als nächstes? Was machen wir als nächstes? Entweder John oder fallender Regen. Eventuell fallender Regen als erstes. Penelope will auch noch was von uns. Und wer war MF? Achso, Magnifico. Ich glaube, das müssen wir nicht unbedingt priorisieren. L würde ich, wie gesagt, gern helfen. Aber ich glaube, als nächstes gehen wir kurz mal zu Penelope und befreien die. Ja, können wir noch was Gutes tun. Vielleicht können wir das auch jetzt noch machen. Oh, zeittechnisch. Ja, also zumindest mit Penelope reicht vielleicht noch. Hello, Arthur. Hi. Hi, Jack. Hi, Arthur. Ja, wir hätten Abigail auch grüßen können. So, eine Schnellreise, die ich skippen werde hoffentlich nach... Oh, Maus ist wieder da. Das geht in dem Spiel ja nicht. Anwesen der Braithwaite. Klingt doch richtig. Hopp, hopp. Ich finde, so niedergebrannt sieht das deutlich besser aus. Der Lee ist hinter uns. Wo ist denn Penelope? Der. Ups. Da. Na, schauen wir mal, dass wir die befreit kriegen. So. Hier ist ein Weg. Bevor mich einer erkennt. Ich hier gut, ich hier gut. So, hat sich's wohl anders überlegt. Boah, das ist aber kein schönes Haus, um eingesperrt zu sein. Obwohl die Lage top ist. Ja. Oh, oh, you came. You came. You finally came. I came. Oh, thank you. Thank you, you lovely, lovely man. Well, calm down, miss. Oh, come on, let's go. We ain't got a minute to lose. So eingesperrt ist er nicht. They killed Miss Calhoun. All she wanted was a better lot for women, and they killed her, those pigs. Who killed her? I don't know. My cousin. Die ältere Frau ist gestorben. Or Bose. Well, you met them. They're animals. Not even animals. Monsters. Monsters. If God had lost all his powers of imagination. Can you please take me to the train station? Bo will be waiting. Bo, why couldn't he come and rescue you? Well, if they saw me and him together, they'd lynch him and send me off to a nunnery. Or maybe they'd lynch us both. I ain't quite sure. They do so love hanging folk. Where you heading? Up to Boston. Good. Yeah, I like you up there. Come on. Let's go. Of course. Jo. Können wir noch eine gute Tat heute vollbringen. So. Steigen Sie auf. I'm in your hands. Just get me to Rhodes Railway Station. Okay. Ja, ja, das kriege ich hin. Let's try and get you a train. Bo's just waiting at the station in the hope you'll show up, or I'll show up to help you show up. He goes to there every day he can, makes up some excuse or other. I said he would see me there one day soon, and today he will, God willing. Well, well, if he's there, that's true love, all right. I've hardly seen him since the rally. They watched me so carefully, and he's waited, or so his letters say. Our families won't let us out. And then all that business with Aunt Catherine and my cousins. You saw the house. Yeah, yeah. And then Lee Gray and those boys killed. So much bloodshed. You'd think this could be a new beginning, but everyone left alive. They're even more angry. Maybe anger's a complicated thing to let go of. Something good has to come out of this awful, awful feud. That's what I've been hoping. Bo and I have to be better. Our families were here for years and years. Sometimes I feel like we can't just leave death and pain and ruination behind us.
Plenty before you have. Plenty will again. There he is. Oh, it's him. Will you ride on the train with us a little, just to the first stop? Fine. Okay, kann ich gern machen. Ah, hätte ihn beinahe nicht erkannt. Ist auch ein bisschen dunkel. Er wartet hier den ganzen Tag. You came! You came! At last you came! Oh, Bo, my sweet, my best of men. Oh, hardly a man at all. But I love you, Penelope Braithwaite. Sir, how can we ever repay your kindness? Some of them jewels would do just fine. Bo, Arthur's gonna join us. I think we need the support. Please, could you buy the tickets, dear Mr. Morgan? We can't chance being seen. Sure. Thank you. We'll meet you on the platform. Hoffentlich passiert euch nichts in der Zwischenzeit. Can I have 3 tickets? Was schwebt denn da? Please, sir? Of course. Oh, hello, sir. Hello, Alden. I hope all is well. Not terribly, but good to see you. Ebenso. Excuse me, Alden. Get on the train. Get your bags, miss. I got this. Come here, Yankee. With pleasure, you goddamn fool. You don't want to come back here without giving you a whipping? We should have done this last time. Get on the train, Bo. Go to your woman. Komm schon. Arthur, hau zu. Ich habe leider kein Waffenrad gerade zur Verfügung. Kannst du mal umfallen? Ja, ja. Ja, alles gut. Goodbye, Rhodes. Hello, future. Das hatten die zwei Grace verdient. I know. Charming to the last. Then again, my uncle used to keep his own half-brother as a slave. So, what do you expect? Good manners? My uncle used to say things were better the way they were when he could rape and kill with impunity and he didn't have to work a day in his life. Both our families. There's good people in this county, but our families bully them and drove most of them off, whites as well as blacks, all over this silly feud. Yeah, well, how to life. Oh, die haben mich ganz gut erwischt. What? Oh, I think it's my second cousin. What is with it with all these goddamn cousins? I think they found out about the jewels. All right, keep your heads down. I'll deal with this. Ein Glück bin ich mitgefahren. I knew you. They're coming from over the hill. You must have all the jewels in the step. Oh, nur einen Hut getroffen. Halbwegs. Versuchte Entführung, würde ich mal sagen. Ja, ja, solange ich noch Deadeye habe, haben wir kein Problem. Man! Come on, man! Penelope Braithwaite, this ain't about no star from... Ah! Au. She's robbed her old family blind. Good for her. You're coming from behind. Ein Schwein. 3 muss reichen. Oh, mein Pferd ist richtig schön schnell, hält mit dem Zug mit. Dazu wirst du keine Möglichkeit mehr haben. So, nachladen. Da hast du recht. Nein, nein, nein.
So, scheint, als ob sie nicht nachkommen. Seid ihr denn? Look! Is that the driver? He's abandoning us! Hold tight, all right? I'll take a look up front. What will you do? I'll figure it out. Damn it, you did run. Remind me to rob your trains, mister. Ah, kann fahren. Cool. Darf ich jetzt mal Saint-Denis fahren? Oh, das gefällt mir. Ich dachte, ich kann die Glocke läuten. Ja, bevor die uns einholen, sollte man beschleunigen. Muss ich das halten oder drücken? Wahrscheinlich halten. Boah, ah, aber eine ganz coole Mission. Wenn man sich überlegt, dass das nur Nebenhandlung ist, finde ich richtig genial. Was ist hier denn los? Eine Büffelherde. Geht weg, ihr Büffel. Euch will ich nicht überfahren. Und mein Pferd folgt mir hoffentlich. Ist zumindest munter dabei. Jetzt einfach mal mit BASD gehofft, ich kann die Weiche nach links nehmen. Ich hoffe auch, das ist der richtige Weg. Boah, der Zug ist aber schon ein bisschen langsam. Arthur, wirf mal mehr Kohle rein. Ich mag die Pfeife vom Zug. Und auch die Pfeife, die ihn gerade steuert. Nämlich mich. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal hier storybedingt einen Zug fahre. Dass man die fahren kann, das wusste ich schon von dem ein oder anderen Raubüberfall. Es gab da ein bisschen Fahndungslevel. Relativ schnell und relativ hoch. Ist das da hinten? Nee, das muss Blackwater sein. Fahren wir denn hin? Das kann nicht Saint-Denis da sein, oder? Nee, das ist ja... Fahren wir nach Strawberry? Oh. Jetzt übernimmt das Spiel die... Die Brücke kenne ich auf jeden Fall. Na, wunderbar. Why have we stopped? It's best you go on alone from here. Mr. Arthur, I didn't know you could drive a train. Neither did I. But if I'm honest, it was kind of fun. And I didn't kill any of us. Well, I killed some of your relatives, but they would have killed all of us. You are a gentleman, sir. Oh, no, I ain't. Yes, you are. Here, I ain't got much money, but these sapphires are worth a lot of money. Old... Family heirloom. That Braithwaite treasure. Den wird die Club annehmen oder soll man ablehnen? Ach, wir brauchen's Geld nicht. I couldn't take it. Now, let's get you off to Boston before any more your relatives show up. That might be wise. Hey, you there? Yeah. This couple is heading up north to the Boston line. They got money, they'll pay you on arrival. That work for you? Yeah, sounds fine. Get on in. Hey, you carry protection on a journey like this? Wouldn't be much of a stage driver if I didn't. Goes everywhere I do. Hey! Miss Braithwaite is gonna hold on to this until arrival. Hmm?
account of the treasure on your person. I don't know how to thank you. You're a fine man, sir. Just get out of here. I'll leave. Alles klar, besser so. Ja! Da hat sich Arthur aber wieder ihre verdient. Na, fast haben wir es geschafft. Na gut, ich würde aber sagen, jetzt reicht es für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.